Hallo zusammen, ich habe hier einen speziellen Kühlschrank. Wir haben unten einen Tiefkühler, 30 Liter Inhalt, mit 7 Kilogramm Gefrierleistung am Tag. Komme ich später drauf. Und oben haben wir einen Kühlschrank ohne Eisfach, weil er hat ja einen Tiefkühler und zwei Tablare, Auszüge hier, nichts Spezielles, mechanischer Thermostat. Und an sich sind das zwei einzelne Geräte. Und wenn wir die auf der Rückseite anschauen, ist jetzt hier, ihr seht schon, das Kabel ist ein bisschen länger, das komme ich dazu. Ich habe hier die Standardleitung mit Kältemittel-Schnellkupplungen, also es heißt, ich kann die hier ans Aggregat anschließen. Und hier beim Tiefkühler dasselbe. Und hier habe ich dann die Anschlüsse für Licht, Plus und Minus. Habe ich relativ einfach bezeichnet. Minus, das ist C, Plus und T. Und ich habe hier zwei Kühlaggregate. Hier mit relativ viel Leitung, 3,8 Meter. Eben auch mit den Kupplungen, die kann ich dann hier anschließen. Der Unterschied ist das, hier ist ein Standard Kühlschrank BDF 35 drauf, also Standard, wie er überall verbaut wird. Und hier kann ich dann diese Kabel, Plus und Minus fürs Licht, Innenbeleuchtung und unten für den Thermostaten anschließen. Ich kann diese Kühlaggregate unters Fahrzeug stellen, in die Backskiste weit weg. Also das heißt, der Lärm von der Kühlmaschine ist nicht da beim Kühlschrank oder beim Tiefkühler. Und ich kann den auch richtig zupacken. Ich habe am Kühlschrank keine Abwärmeprobleme, weil die ganze Abwärme läuft hier über diese zwei Wärmetauscher. Und hier habe ich dann nur ein einfaches Kabel, C und T, also für Command und T wie Thermostat, also auf Englisch. Und weil der Tiefkühler unten, der hat keine Innenbeleuchtung. Wir haben hier einen BD100 drin, mit natürlichem Kältemittel und vor allem, der hat eine Gefrierleistung von 7 Kilo am Tag. Ein normaler Kühlschrank mit so einem Eisfach, der hat vielleicht 500 Gramm Gefrierleistung am Tag. Das heißt, wir können 500 Gramm Eiswürfel herstellen. Klar sagt jeder, 500 Gramm Eiswürfel ist relativ viel. Nur wenn ihr jetzt einen Fisch fängt oder sowas, und ihr wollt den tiefgefrieren, bei 500 Gramm am Tag ist das schon vielleicht grenzwertig. Bei 7 Kilo habe ich richtig Gefrierleistung. Nur der Stromverbrauch von diesem Tiefkühler da unten, bei diesem Tiefkühler ist der Stromverbrauch bei 18 Grad minus und 25 Grad außen, 26,8 Watt Durchschnittsstromverbrauch, wenn ich nichts reinmache. Wenn ich natürlich 1 Kilo frisch gefrieren will, oder Wasser oder Fleisch oder auch sonst irgendwas, zum 1 Kilo Wasser zu gefrieren, brauche ich circa zusätzlich 100 Watt Energie, um das von plus 20 auf minus 20 Grad runterzukühlen. Also das heißt, bei 7 Kilo Gefrierleistung brauche ich zusätzlich 700 Watt im Tag auf diese Leistung. Ja, das ist eine Sonderanfertigung, könnt ihr bestellen bei uns. Lieferfrist momentan kämpfen wir so um die 2 Wochen. Spezielles gibt es nicht dazu zu sagen. Ich mache euch einen Link zu diesem Kühlschrank hier und zum Tiefkühler hier unten. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder E-Mail, könnt ihr mir stellen, ist kein Thema. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.